So, endlich geht's auch hier mal weiter. So, da haben wir alles. Wir müssen noch in die Calvinos Werkstatt. Aber ich glaube, als letztes war das Inventar voll, ne? Genau. Es ist voll, das heißt, ich muss mit den Neuromods, muss ich mal hier das Upgrade machen, dass wir mehr tragen können. Ich muss es nur mal gerade finden, wo waren das? Es gab es auch hier irgendwo Techniker? War es Techniker? Schlagkalibrierung? Nee. Erhöht den Ertrag beim Recyceln? Nee. Verbessert deine Sensor und so weiter. Inventarplatz. Das ist es. Das brauchen wir. Das nehmen wir mit. Ein. Zack. Wichtig, wichtig. So, wie viel Inventar haben wir jetzt? Ja, einmal links und einmal rechts. Alles mehr. Das ist ganz cool. Das können wir noch zweimal upgraden. Und dann, ja, beim nächsten Mal kommt auch schon wieder hier ziemlich viel. Und beim übernächsten Mal dann noch mehr. Sehr gut. Was war der Plan? Was war der Plan? Erstmal noch hier einen Apfel essen. Einen Apfel müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Der Fabrikator Lorenzo Calvino. Wir müssen darüber. Da oben rennt irgendwas Dickes rum. Ich höre es die ganze Zeit hin und her rennen. Lass uns mal auf die Karte gucken. Wie kommen wir denn da hin? Hier müssen wir rüber. Hier müssen wir rüber in die Werkstatt. Das heißt hier hinten lang. Hier ist die Werkstatt, genau. So, da kamen wir aber nicht rein, weil wir keine passende Schlüsselkarte haben. Und deswegen müssen wir oben zur Leiche. Zu Lorenzo Calvino. Der ist im nächsten Stock. Da können wir eigentlich hier hoch, oder? Theoretisch kann ich doch. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber wir gehen da jetzt einfach genauso hoch. Oh, 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 da hinten geht's ab. So, wir schleichen jetzt mal hier. Besser. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum, Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Okay. Neues Antriebssystem brauchen wir. Weil hier drin Schwerelosigkeit ist. Was haben wir denn hier noch? Eine Kiste? Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. 9mm Munition. Und die Pistole, die wir klein machen können. Oh, hier liegt noch jemand. Wen haben wir denn da? Alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Okay. Ich glaube, das sind auf jeden Fall die Fahrstühle für hoch und runter. Dann hätte ich das eigentlich nicht so kompliziert machen müssen, aber ist egal. Hat Spaß gemacht. Naja. In der Krankenstation hier. Was kann man hier machen? Operator Dispenser. Medizin-Operator übrig. Beantragen neuen Operator. Transfer Pyramid 490 Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Fährt der uns jetzt nach? Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medikament verhindert. Entspannen Sie sich. Alles erledigt. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Ach, guck. Die können wir rufen und der heilt uns dann hier jedes Mal. War auch nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt mal den Phantom killen. Der hier rumrennt. Da. Da war er.
Ich schleich mich ran. Und verpasse ihm eins mit der Shotgun. Das ist ein guter Plan, ha? So, drei Shots. Oh, hallo, da ist noch was. Mimix. Die hau ich immer noch mit der Rohrzange. So. Wo ist denn jetzt die Leiche von... Ah, da ist er. Der Phantom. Hier haben wir auch noch ein bisschen Mineralien, Materialien. In den Regalen ist nichts drin. In den Schränken war noch ein bisschen was, aber auch nicht der Rede wert. Mülleimer haben wir noch Kleinigkeiten. So, und ein neuer Rechner von Thaddäus York. Da haben wir drei Mails. Augen offen halten. Thaddäus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Haben Sie den verloren? Gas aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Okay. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Pythias-Einrichtung verschifft werden. Oh, wir haben einen neuen Code bekommen. Ja, hier unten steht er schon. Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unseren Besuchern die neuesten Looking Glass-Technologien zu präsentieren. Daher muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren. Aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Dr. Thorstein 4264. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, hier haben wir nur noch 4 Schuss mit der Shotgun. Aber 33 mit der Pistole, okay. Dann nehme ich doch die Pistole lieber mal noch in die Hand. Und gucke mich aber auch mal noch hier hinten um. Titus Cromwell. Oder Titus. Wie auch immer. Oh, eine Rohrzange. Kaputtes Festplattenlaufwerk. Hier scheint es ja noch ein bisschen was zu geben. Auch hier hinten. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier haben wir das letzte Mal hinten gegenüber gestanden. Ja, und dann kam man nicht durch, genau. Weil zu war. Wen finden wir denn hier? Nicky Tanner. Kluken Waffen-Upgrade. Sehr gut. Bisschen was zum Futtern. Dosen zum Trinken. Okay, alles gut. Da haben wir noch Sekt. War ein Haufen Zeug hier in den Schränken drin. Oh, jetzt sind wir voll. Jetzt sind wir voll. Ich würde dann aber gerade an der Stelle mal noch gucken. Oder vielleicht das Upgrade. Waffen-Upgrades haben wir jetzt schon 4 mittlerweile. Könnten wir eigentlich die Shotgun nochmal upgraden. Oder die Pistole. Upgraden wir die Pistole, oder? Machen wir ein bisschen Feuerkraft hinzu. Kann ja nicht schaden. Denke ich. Und die Klugern vielleicht. Aber wir haben ja auch 2 hier. Die können wir doch bestimmt klein machen. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, alles kriege ich nicht rein. Und zu viel Schrott dabei. Da müsste ich erst wieder rüber an den... Ah, da müsste ich rüber rennen. Wie weit war denn das von hier? Wir sind ja oben. Dr. Thorsteins Büro, da waren wir schon drin. Wo war denn unser Büro? Gar nicht hier, ne? Das war ja völlig... Genau, das war nämlich hier in der Lobby. Wir sind jetzt im Moment im Maschinenlabor. Das ist das Problem. Ja, dann müssen wir hier wieder rüber. Wir müssen da hinten alles klein machen. Zufall dem Summen. Ja, ein bisschen was zum Futtern. Was lassen wir hier noch zurück? Zitronenschale. Ja, komm. Ist egal. Ist nicht so wichtig.
Aber hier hinten gibt es ja auch noch Zeug. Klukanister nehme ich gerne mit. Die brauchen wir. Was ist das hier? Gruppe Modellversuch gesperrt. Passwort haben wir keins. Wir können es aber hacken. Aber vielleicht... Vielleicht ist hier noch ein Passwort. Ach, guck mal hier, wie geil. Ein Schneemann. Ein Clue-Man. Ein Clue-Mann. Ein Clue-Mann, der einen Haufen Zeug jetzt hier gedroppt hat. Ich kann das gar nicht alles mitnehmen. Die Zigarre, Asteroiden. Gar kein Platz. Baseballhandschuh. Ah, hier ist die Notiz. Mein Name ist... McCluey McClueface. Ja, so sah er aus. Leider haben wir ihn umgehauen. Oh, hier gibt's auch noch Zeug. So. Oh, ah! Ach, ich guck immer da drauf. Oh, wie der letzte. Ja, jetzt geht's aber ab. Jetzt müssen wir uns heilen. Scheiße. Das war nicht der Plan. Tomaten, Apfel, Zitrone. Achso, man könnte mal sortieren drücken. Vielleicht bringt das was. Ja, guck. Einen Platz haben wir wieder dazu bekommen. Den essen wir auch noch. So, jetzt haben wir zwei. Wodka brauchen wir nicht. Wir könnten... Psi, weiß ich gar nicht. Haben wir noch nicht, ne? Müsste ich eigentlich mal ablegen irgendwo. Neuromod können wir noch installieren. Haben wir noch einen, ja. Den behalten wir mal noch im Inventar. So, hier das können wir noch weg verputzen. Und hier oben die Stuckbier. Ja, komm. Bisschen schwindelig, aber ist nicht so schlimm. Das sind ja keine Gegner. Hier haben wir noch eine Notiz. Einprägen und vernichten. Einprägen. Und in Technik Operator eingeben. Passwort für Gruppenterminals Makro 11. So, dann brauchen wir das auch nicht zu hacken. Dann können wir das direkt öffnen. Ich nehme auch noch hier den Kram noch mit. Haben wir jetzt Platz. So. Gruppenterminal. Sie haben gewonnen. Wer auch immer den lieben den Mr. Cluey McClueface Arme spendiert hat, also die erste Schicht, ich verbeuge mich vor ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in Aspic-Hut nichts stoppen könnte. Aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts ran. Ja, Cluey McClueface. Hier noch einmal zur Erinnerung, falls die Vorräte aus der Werkstatt brauchen. Der Code des Lagerschranks lautet 5283. Ich glaube, den haben wir schon geknackt, ne? Geben Sie Bescheid, wenn Sie etwas rausnehmen. Clue-Testergebnisse, Vorbereitung, bla bla, Modellversuch erfolgreich, empfehle zu größeren Testobjekten überzugehen. Anmerkung, Clue ist nach wie vor vitrophobisch. Okay. Wir müssen zu Dr. Calvino. Für zu Dr. Calvino zu gelangen, brauchen wir den Antrieb. Und den Antrieb, weiß ich nicht, wo wir den herbekommen. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ja. Einmal heilen, bitte. Danke. So, wie sieht's denn hier oben aus? Gibt's hier oben noch was? Hier hinten vielleicht? Ne. Wo kriegen wir denn jetzt so ein Ding her, so einen Antrieb? Ja, vermutlich hier irgendwo dann lang gehen, ne? Aber da kommen wir wieder zurück. Dr. Thorsteins Büro. Oh, Neuromod. Wie konnte ich denn das beim ersten Mal übersehen? Hier waren wir schon drin, ja. Ich erinnere mich hier dran. Baseballhandschuhe nehmen wir mit. Aber hier haben wir doch alles gecheckt. Auch die Mails. Was
habe ich doch alles schon gecheckt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was sagt denn unser Ziel? Achso, das sind optionale Sachen. Stelle ein Artax-Antriebssystem her. Fabrikator verplant. Ah, da müssen wir zum Fabrikator. Alles klar. Dann lass uns doch zum Fabrikator gehen. Da waren wir schon, da gehen wir jetzt hin. Da bauen wir diesen... Okay. Da bauen wir dann einfach diesen tollen Antrieb. So. Hier probiere ich das jetzt mal mit dem Strom ausschalten. Kommen wir nämlich auch durch. Ach so, das ist nämlich... Ja. Blöd, wie ich bin. Müssen wir doch so durch. Zack, das reicht schon. Ein Schuss. Und jetzt hier oben zum Fabrikator. So. Boah, wisst ihr noch, wie das beim ersten Mal war, als wir hier hochgegangen sind? Ich hab mir fast Leben genommen. Ein paar neue Sachen sind dazu gekommen. Hier ist das Antriebssystem. Können wir die Sachen auch direkt herstellen. Nice. Ziel abgeschlossen. So, jetzt schmeißen wir am Recycler noch gerade den Schrott rein. Und die Knarre können wir auch mitmachen. Und die... Da können wir auch noch mit rein. Und die Klugern haben wir ja auch zwei, ne? Können wir auch eine wegmachen. So. Zwei Stück brauchen wir ja nicht. Das ist ja Schwachsinn. Und jetzt... Abfahrt. Bis man einen Haufen Materialien bekommt. Ja. Sieht gut aus. So. Dann zurück. Jetzt haben wir diesen Antrieb. Ah, und hier müssen wir jetzt rein. Ja, da müssen wir durch. Let's go. Das erste Mal im Außenbereich. Mikrogravitation entdeckt. Oh, nice. Hier ist alles schwerelos. Mikrogravitation. Dein Transfer-Anzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du in rauen Bedingungen des Weltraums trotzen und die Starren fortbewegen kannst. Um in Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze WASD für einen Vorschub und Umschalt, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen Q und E mit Leertaste. Nach oben mit C nach unten. Halte zum Rollen Q und E gedrückt. Okay, lass uns das mal probieren. Hiermit nach vorne, nach hinten, links, rechts.